Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Und ja, ich habe heute einen Drogerie-Haul für euch. Passend zum Beginn des Jahres habe ich einige neue Dinge, die ich mir gekauft habe und die ich gerne ausprobieren möchte. Und die möchte ich euch natürlich auch wie immer zeigen. Falls ihr meinen letzten XXL-Drogerie-Haul noch nicht gesehen habt, werde ich ihn euch nochmal in die Infobox verlinken. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, dass, wenn ich euch vielleicht sympathisch bin, ihr auf den Abonnieren-Button klickt. Dann würdet ihr mich sehr, sehr glücklich machen, wenn ihr Teil meiner Community werden wollt. Und jetzt würde ich sagen, fange ich einfach mal mit dem Video an. Als erstes habe ich mir bei Rossmann das Isana Young Shower Gel in Zauberei geholt. Das war eine limitierte Edition und da war ein Einhorn drauf und ja, was soll ich sagen, ich musste es mir kaufen, weil das Einhorn da drauf war. Ich wollte ursprünglich diese limitierte Duschgel-Edition von DM haben, die aber ja irgendwie innerhalb von 24 Stunden überall ausverkauft war und deswegen musste ich dann diese Alternative kaufen und ich finde, es riecht irgendwie nach Kaugummi. Ja. Als nächstes habe ich hier von Trickle Moon, eins von diesen Handpflegedingern. Das ist in Raspberry Kiss und ich mag die Sachen von Trickle Moon wirklich sehr, sehr gerne und habe da auch schon ganz viele Duschgels ausprobiert. Und mein Liebstes ist aber, glaube ich, Ginger Morning und ich möchte unbedingt dieses mit den Marshmallows ausprobieren. Also habt ihr das schon probiert? Schreibt mir mal generell, was ihr zuletzt bei DM, Rossmann, was ich auch immer gekauft habe, also euer letztes Drogerieprodukt, was ihr gekauft habt, was ihr richtig gut fandet. Da können wir uns ja in den Kommentaren so ein bisschen austauschen, das fände ich mega cool. Dann habe ich mir, weil ich auch mich so ein bisschen, was so Highlighter angeht, ein bisschen ausprobieren möchte, den Pure Nude Highlighter von Essence gekauft. Ich habe darüber so viel Gutes gehört, dass ich ihn unbedingt ausprobieren wollte. Aber ich befürchte, also ich habe ihn schon ein paar Mal ausprobiert jetzt, ich befürchte, dass er noch ein Ticken zu dunkel für meine Haut ist, weil er doch so einen kupferfarbenen Streifen dann hinterlässt, wenn man ihn aufträgt. Also falls ihr so hell seid wie ich oder noch heller, dann ist ja vielleicht nicht unbedingt was für euch. Als nächstes habe ich mir bei Rossmann von Ena Bio diese Riegel-Mix-Dinger hier gekauft, also diese Müsli-Riegel, ich weiß gar nicht. Also es ist einmal Sesam-Cranberry, dann Nussmix und Erdnusskrokant. Und Sesam-Cranberry sah so lecker aus und ich freue mich auf jeden Fall, die zu probieren. Die sind auch gluten- und laktosefrei, was für mich immer mega gut ist, weil ich bin laktoseintolerant und vertrage auch nicht so gut Gluten. Und deswegen kann ich die richtig gut mit in die Uni nehmen und ich bin schon sehr gespannt, die zu probieren, weil ich liebe Essen und ja. Ich möchte immer darauf achten, dass meine Pinsel wirklich sauber sind, wenn ich sie benutze, weil ich sehr schnell zu unreiner Haut neige. Und deswegen habe ich mir jetzt bei Rossmann dieses Pinselreinigungspad geholt. Und das ist halt so für verschiedene Sachen, so grob und ausspülen, intensiv reinigen und formen. Und ich finde das mega, mega gut sowas, weil das einfach eine scheiß Arbeit ist, die Dinger einzeln und mit der Hand und mit so einem kleinen Pinselreinigungsdings zu waschen. Und ja, das nimmt auf jeden Fall viel Arbeit ab und es ist so wichtig, dass ihr eure Pinsel regelmäßig reinigt. Also ist das, glaube ich, eine richtig gute Investition und das ist auch aus Silikon, das heißt, es wird sehr lange halten, denke ich. Dann war mein loses Puder von Essence leer, was ich über alles liebe. Ich nutze das immer, um meinen Concealer zu setten und ja, für mein Gesicht ist das eigentlich im alltäglichen Gebrauch und das war leer. Und ich hatte keine Theke, weil ich dann zu der Zeit in Karlsruhe war, wo es das gab bei Essence. Und deswegen musste ich ausweichen auf Rival de Loop Young und habe da das Fixing Powder mitgenommen. Das ist auch so ein loses, weißes Puder. Und ich muss sagen, ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Also das kann ich euch auch nicht empfehlen. Das ist nicht so fein wie das von Essence. Und ich habe auch das Gefühl, irgendwie, das setzt sich so komisch auf die Haut ab und verschmilzt nicht so mit der Haut. Also ich kann euch das nicht so empfehlen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Dann, falls ihr das noch bekommen könnt, ich habe hier von Essence das Glitter in the Air Strobing Blush and Highlighter Powder. Warum haben die immer so lange Namen? Egal, auf jeden Fall von der Glitter in the Air Limited Edition von Essence das Blush, was es da drin gibt. Und das ist so, so wunderschön. Das ist wirklich so ganz hauchfein. Es ist halt auch ein Strobing Blush. Also es ist halt mehr so ein Hauch von Farbe auf euren Wangen und dann gleich schon mit so einem schimmernden
Highlighting-Effekt. Also es sieht halt aus so wie so ganz, ganz gesunde Apfelbäckchen irgendwie. Und ich finde es so, so wunderschön. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Dann habe ich bei Catrice aus der Preta Lumiere Limited Edition das Illuminating Serum, den Illuminating Serum Primer. Und das ist einfach so ein kleines Dings hier mit so einem, mit einer Pipette dran. Und da ist so eine Flüssigkeit drin, die halt so sehr, sehr schimmrig ist. Also so einen ganz, ganz schönen Glanz macht das. Und das könnt ihr halt unter eure Foundation auftragen oder in eure Foundation reinmischen. Und dann habt ihr halt schon so einen glowy Finish. Also bin ich auch sehr gespannt drauf, gerade weil meine Haut momentan sehr trocken ist. Und wenn ich dann das auftrage, dann hoffe ich, dass ich dann nicht mehr so trocken im Gesicht aussehe, sondern vielleicht mehr so von innen raus strahle. Ich brauchte einen neuen Topcoat, weil meiner ausgetrocknet ist. Und ich habe jetzt von Essence mir den Better Than Gel Nails Top Sealer in High Gloss gekauft. Und ich bin gespannt, wie der ist, weil mein allerliebster von P2 ist aus dem Sortiment genommen worden und ich habe alle meine Backups aufgebraucht. Und ich finde, es geht eigentlich nichts über einen richtig guten Überlack, weil der Nagellack einfach so, so lange hält dann, wenn der wirklich gut ist, der Überlack. Dann, wie gesagt, weil meine Haut so, so trocken ist, habe ich mir von Rival de Loup, das ist übrigens bei Rossmann, falls ich das vorhin nicht erwähnt habe, die Hydro Booster Tuchmaske gekauft. Ich habe so ein bisschen so eine Liebe für Tuchmasken entwickelt, weil ich die sehr angenehm finde. Man sieht damit so ein bisschen creepy aus, aber die sind eigentlich ziemlich cool. Und allgemein mit diesen ganzen feuchtigkeitsspendenden Produkten von Rival de Loup habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht und kann die euch auf jeden Fall auch empfehlen. Und ich bin gespannt, wie diese Tuchmaske sein wird. Dann, wie gesagt, weil meine Haut sehr trocken ist, habe ich mir auch mein Gesichtsöl wieder nachgekauft. Das trage ich immer vor der Foundation auf oder auch abends vorm Schlafengehen. Oder ich mache das auf meine Lippen oder unter meine Augen nur auf die feine Haut, die da ist. Einfach damit meine Haut da nicht so trocken ist. Und ich liebe das. Das ist das Alverde Gesichtsöl Bio-Wildrose für trockene Haut. Und also ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich mag das, wie gesagt, auch total gerne einfach nur auf den Lippen, wenn man, also bevor man vielleicht so ein Liquid Lipstick aufträgt oder so. Also das ist auf jeden Fall top und einer meiner All-Time-Favorites. Dann habe ich bei Müller aus der richtig großen Essenstheke den Smoothing Lip Peeling, was auch immer. Also diese Lippenpflege, die so Peelingkörner drin hat. Genau, das ist mit Arganöl und sieht eigentlich aus wie so ein Labello, aber ist halt ein bisschen rauer, so dass halt eure Lippen gepeelt werden und man kann das halt richtig gut vor einem Lippenstift benutzen. Habe ich jetzt auch schon mehrfach benutzt und gefällt mir wirklich gut. Aus der gleichen LE habe ich jetzt von Essence noch so einen Nagellack, den ich... Oh mein Gott, ich finde den so unglaublich schön. Das ist so ein richtig, richtig dunkelgrün mit wunderschönen silbrigen so Snowflakes da drin und das sieht so, so hübsch aus und ich musste den auch sofort auftragen. Ich habe den auch an Weihnachten getragen. Das ist die Nummer 04 Born to Sparkle und ich finde den so, so wunderschön und wie gesagt, falls ihr da noch irgendwie dran kommen könnt, müsst ihr euch das mal anschauen. Dann von Trended Up habe ich das perfekte Weihnachtsrot gefunden, was jetzt natürlich jetzt schon vorbei ist, aber es ist für mich auch das perfekte Winterrot, nämlich so ein richtiges, ja, so ein Weihnachtsrot halt. Und das ist von Trended Up, die Nummer 040 von den Soft Matte Nail Polish. Was? Die Nummer 040 von den Soft Matte Nail Polishes. So. Und die sind auch so schön im Auftrag. Die werden gar nicht streifig und ich bin total verliebt in den. Und ich habe mir davon auch noch eine andere Farbe gekauft, nämlich die Nummer 010. Das ist einfach so ein Rosa, den habe ich noch gar nicht getragen. Ich stelle mir den gerade auch jetzt fürs Frühjahr dann sehr, sehr schön vor. Da trage ich immer gerne so Nude-Farben eigentlich. Und ja, da freue ich mich drauf, den auch noch zu lackieren. Dann möchte ich in nächster Zeit auch auffälligere Augen-Make-ups schminken. Auch so mit so Farbakzenten oder einfach so ein paar Töne miteinander verblenden. Und wollte dafür ein paar speziellere Farben haben. Und habe mir jetzt bei Essence diesen Lidschatten gekauft. Das ist die Nummer 04 I'm Blushing. Und ja, es ist halt schon so ein richtig krasses Barbie-Pink und ich bin auch schon gespannt, wie ich den dann benutzen werde. Aber ich denke, dass ich in nächster Zeit auf jeden Fall mal was mit dem machen werde, weil ich so Lust habe, ein bisschen rumzuexperimentieren. Und ja, also falls ihr Bock auf Make-up habt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig in den nächsten Monaten. Dann habe ich als nächstes einen Lippenstift und zwar den Matt in der 08 von Essence. Das ist halt so ein richtig schöner, dunkel...
rotbrauner Ton. Finde ich richtig, richtig schön und ich trage sowas ja nicht nur im Herbst und im Winter, sondern das ganze Jahr, weil ich einfach solche dunklen Töne richtig, richtig hübsch finde und ich finde, es gibt keinen Grund dafür, das nur im Winter und im Herbst zu tragen und deswegen musste der auch noch mit. Dann habe ich einen richtig krassen Blush gekauft von NYX und der ist einfach mal knallorange. Und ich würde den niemals als Blush tragen. Ich habe mir den quasi als Lidschatten gekauft, weil ich nirgendwo anders einen richtig krassen orangen Lidschatten gefunden habe. Und ich habe den auch heute auf meinen Augen mit noch gefühlt 1000 anderen Farben. Genau, ich finde den auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und die sind mega krass pigmentiert. Also ich hätte, glaube ich, auch ein bisschen Angst, mir noch einen Blush von NYX zu kaufen, weil die einfach so krass pigmentiert sind. Und ich glaube, man ist einfach mega schnell overblushed. Und ja, also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr so einen coolen Lidschatten ersetzen wollt, in so einer richtig krassen Farbe. Also der ist schon ziemlich gut. Und in meiner Goodie Bag von der Glow habe ich auch noch zwei Produkte, die ich euch gerne zeigen wollte, weil ich die richtig toll finde und die gerne euch noch ans Herz legen wollte bei DM. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich habt ihr sie noch bei anderen, also bei tausend anderen Leuten gesehen. Das sind die NYX Lingerie Liquid Lipsticks und ich habe da einmal die Farbe 010 Teddy und die Farbe 011 Baby Doll in meiner Goodie Bag gehabt und ich finde die einfach richtig toll, weil das solche, ich finde die nicht so schwer auf den Lippen, die haben super schöne Nude Farben, die haben aber auch so ein bisschen dunklere Töne. Und ja, also ich kann dazu nur sagen, dass ich die liebe und dass ich die auf jeden Fall euch empfehlen kann. Und falls ihr noch keinen Liquid Lipstick in einer Nude-Farbe habt und euch gerne einen wünscht, dann schaut da mal. Ich denke, da wird für jeden was Richtiges dabei sein. In Karlsruhe habe ich mir dann was bei Kiko gekauft. Beziehungsweise nicht in Karlsruhe, sondern um Karlsruhe herum gibt es ein Kiko-Outlet und da bin ich dann gewesen. Und ich dachte, die Sachen zeige ich euch jetzt auch nochmal, weil ich nicht wüsste, also ich würde kein extra Video dafür machen. Und da habe ich mir dann als erstes einmal den Color Shock Long Lasting Eyeshadow gekauft. Der sieht so aus und das ist einfach ein Creme-Lidschatten. Und zwar ist der in so einem richtig, richtig wunderschönen Türkis. Also das ist, glaube ich, das schönste Türkis, was ich je gesehen habe. Das ist auch so mit meiner Lieblingsfarbe, solche Türkistöne und Lila. Aber das ist einfach wunderschön und ich habe mir den geholt, weil ich gerne auch mehr grüne Looks tragen möchte. Und ich habe mir jetzt noch einen grünen mitgenommen. Und zwar so einen dunkelgrünen Lidschatten hier. Das ist die Nummer 115. Und das ist halt so ein richtig schönes dunkel-moosgrün, würde ich sagen. Und habe ich halt zum Abdunkeln, weil ich hauptsächlich hellere Grüntöne habe. Und das letzte Produkt von Kiko, was ich mir gekauft habe, ist auch ein Lidschatten. Und zwar einer von diesen Wet and Dry Eyeshadows, da stand irgendwas mit Winteredition oder so. Ich kenne mich leider bei Kiko gar nicht aus. Ist auf jeden Fall die Nummer 227 und er sieht so aus. Und er ist ein Traum von einem Lidschatten. Du bist wunderschön. So, meine Lieben, das war jetzt dieser Drogerie-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt wie immer gerne eure Kommentarschreibelust komplett auslassen in den Kommentaren. Ich beantworte jeden einzelnen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall, was euer letzter Drogerie-Top war. Euer Drogerie-Top? Was euer letztes Drogerie-Top-Produkt war, was ihr gekauft habt. Und da können wir uns in den Kommentaren austauschen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!